Hallo, willkommen hier zur Radiokunstresidenz hier in der Galerie Eigenheim in Weimar. Mein Name ist Georg Milz, ich bin vom Goethe-Institut und wir haben uns hier im Saal der Galerie im Erdgeschoss des historischen Gärtnerhaus versammelt, gleich neben dem Weimar Hallenpark. Wir werden Teil einer Performance sein des bildenden Künstlers Masimba Hwati. Masimba Hwati ist Radiokunstresident seit Anfang April, glaube ich, in Weimar. Er kommt ursprünglich aus Zimbabwe, wo er Kunst und Bildhauerei studiert hat. Er hat aber auch in den USA studiert und ausgestellt und lebt heute in Wien, wo er auch studiert. Die Performance heißt BreadScores, was sich, glaube ich, mit Brotpartituren übersetzen lässt. Und dazu haben sich 8 Personen hier versammelt. Wir sitzen im Kreis ja, die meisten sind Studenten und Studentinnen des Lehrstuhls für experimentelles Radio der Bauhaus-Universität Weimar. Der Künstler und Musikwissenschaftler aus Mosambik, Luca Mukawele, ist hier und Eleftherios Krysalis, Dozent am Lehrstuhl für experimentelles Radio und hier als Soundmeister tätig. Ja, und gemeinsam sitzen wir, wie ich sagte, im Kreis, wie um eine Feuerstelle, aber anstelle des Lagerfeuers wurde hier ein kleiner Sandberg aufgehäuft und darauf und um uns herum befinden sich eine Vielzahl von Instrumenten. Eine ganze Reihe von Saiteninstrumenten sind das, eine griechische Lira, die Kastenhauslaute Geierleier, aber auch eine Western-Gitarre oder eine mosambikanische Mvoku. Und dazu gibt es Percussion-Instrumente, ein elektronisches Keyboard ist angeschlossen an einem Laptop. Genau, Percussion-Instrumente, Glocken, Rasseln. Ein Harmonium wurde vorhin hier, also eine Zimmerorgel, hier hereingetragen, ganz schön massiv hinter mir im Rücken. Das mosambikanische, simbabwische Daumenklavier im Bira gibt es auch. Und zwei Instrumente, die Masimba Hwati selbst gebaut hat. Und zwar ist das einmal ein Blasinstrument, das Horn, an dem sich zwei Rückspiegel befestigt wurden und eine Radachse eines Skateboards. Laut Masimba eine Manifestation eines unerfüllten Kindheitstraums von ihm, aber auch ein einfacher Holzbesen, an dessen anderen Ende eine Metallspitze befestigt ist und so zu einem Speer umfunktioniert wurde und an dem ganz viel weiteres Metall- und Kupferdrähte befestigt sind und auch wieder Rückspiegel, aber auch eben Tonabnehmer, denn eine gespannte Saite lässt sich mit einem Bogen wie bei einem Cello spielen. Und wegen der vielen Instrumente kann man sich vorstellen, sind hier auch eine ganze Vielzahl an unterschiedlicher Mikrofone aufgestellt und befestigt, deren Kabel sich hier durch den Raum schlängeln. Ganz besonders möchte ich kurz erwähnen, ein Geomikrofon, das kannte ich nicht. Das ist eine kleine schwarze Kugel, die hier aus dem Sandberg so halb heraus lurt und die Schwingungen des Bodens aufnimmt. Wer zur Performance gestern schon eingeschaltet hat, der weiß, wie das klingt, wenn nämlich kleine Sandkörner auf den Boden, auf den Sandberg oder auf das Mikrofon gerieselt werden, dann klingt das nämlich wie eine milde Windbrise. Und daneben, ganz wichtig, 2 Brotkörbe, gefüllt mit Brötchen, in denen sich kleine Papierzettel eingebacken sind. Und was es damit auf sich hat, das fragen wir jetzt den Künstler Masimba Hwati. Und hello Masimba, nice to have you. We would like to ask you, what is it with the bread and the papers that are inside? Could you explain us a bit what we will experience now? Thank you, Georg. I want to welcome all our listeners over the radio and our beloved audience. Thank you for being with us. Konstantin, Bianca, thank you. And everybody else, we will mention your names at the end. So the idea is inspired by an incident during the liberation struggle in Zimbabwe. Zimbabwe was colonized by the British who came in 1890. And the Second War of Liberation was from 1964 to 1979. And at some point, the leaders of the revolution were incarcerated, arrested, and cut off from the society, from communication, from their loved ones. And the only way they got news was that their loved ones smuggled radios in loaves of bread and extra batteries and newspaper cuttings
and small messages on paper. So that idea, that innovative idea of negotiation, improvisation, is at the root of this poetic celebration, to celebrate ways in which people can still resist or negotiate a system. And today, all over the world, we face all kinds of despotic and oppressive regimes and governments. And all over the world, people find ways in which to go through the cracks and the slippage and the gaps which the system leaves. And today we are here to celebrate the idea of resistance and negotiation. And what we have loaves of bread, and we have scores, graphic scores, hidden inside the loaves of bread. And my friends and I today will perform improvised sound, improvised music, in quotation marks, to celebrate this poetic idea. And we hope that you will stay with us, sit with us, and listen with us. Thank you. Is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, you know, in the system. That's all. That's all. I would like to see the young people enjoying together. Black, white, enjoying together.
Thank you.
Sonne dich anblickte. Und thank you.
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 Luca! Konstantin! Bianca! Thank you, everybody. Thank you for being such an amazing audience. Thank you, thank you, thank you. And to all our listeners over the radio, thank you, all over the world. Maruzai, in